Kapitel 19. Entschlossenheit. Erneut erschien das Rad aller Emotionen um Günther herum. Freude, Hass, Trauer, Hoffnung, Liebe. Ich habe sie alle gemeistert. Als Held musste ich jede Technik erlernen und perfektionieren. Und als Meister aller Emotionen... Wenn der Held in der Klemme sitzt, wird es immer ein Wunder geben. Ein Wunder, welches ihn in neue Höhen erhebt. Welches ihm den Sieg beschert. Und manchmal schlummert dieses Wunder im Inneren. Deine Entschlossenheit ist deine Seele. Der mächtigste Teil von dir. Der mächtigste Teil der Emotionen. Kein Krieger könnte voranschreiten ohne Entschlossenheit. Und du, Günther, bist der mächtigste aller Krieger. Denn du bist Entschlossene. Um sich herum rotierte Günther all die Kugeln in einer Kreisbewegung. Auf jede einzelne fiel sein Auge hierbei. Also steht mir diese Entschlossenheit bei. Auch im letzten Kampf. Schneller und schneller drehten sich die Kugeln. Günther blickte sie nicht mehr an, sondern mit leerem Blick ins Zentrum dieser. Und er griff dorthin. An diesem Ort, welcher nichts zu einen schien als Luft, stieß die mächtige Klaue des Impagator auf etwas Rundes. Eine Kugel. Die sechste Emotion. Und wenn ich nur entschlossen bleibe, kann niemand mich bezwingen. Augenblicklich stoppte jede Drehung aller Emotionen, als wäre sie nie gewesen. Und sie alle zerbrachen. Was entstand, war eine Schockwelle, mit der Macht jeden Feind des Impagator hinfortzustoßen. Oder beinahe jeden. Denn zu ihrer eigenen Überraschung war es Funkenherz, die beinahe nichts spürte. Bis um sie und Günther herum Wasser in einer Kraft hervorschoss, welche bei Berührung selbst den Steinboden durchtrennte. Alleinig Funkenherz verblieb. Und Günther. Dieser war umgeben von eigenartigem Rauch, schien erfüllt von Kraft wie niemals zuvor. Du hast geglaubt, dass euer amateurhaftes Geplänkel mit meiner Technik euch voranbringen würde. Das hier ist Macht. Das hier ist die wahre Macht des Emotionskampfes. Die Macht, die einen Meister braucht. Denn ein wahrer Meister übergeht Limits. Warum sich entscheiden zwischen all den Optionen, wenn man denn alle haben könnte, gleichzeitig und mehr? Dies, meine liebe Funkherz, ist die Macht der Entschlossenheit. Die Entschlossenheit eines Helden. Und du bist schuld daran, dass es so weit kommen musste. Ohne dich wäre es alles so einfach gewesen. Wenn du doch bloß Befehlen gefolgt wärst. Du hättest einen simplen Kampf an unserer Seite führen können. Ein schlichter Sieg, dann ewiger Ruhm. Doch nein. Du musstest uns verraten. Ohne dich wären diese Eindringlinge niemals an diesem Ort angekommen. Ohne dich hätte niemand an mir gezweifelt. In dir fließt Darkreis Blut. Und deshalb konntest du nie eine Kriegerin sein. Nur eine Fehlgeleitete. Also beweise dich, wenn du wirklich so sehr an dein neues Ideal glaubst. Beweise, dass du bereit dafür bist, dafür zu kämpfen. Und zu sterben. Mit einem Blick voller Furcht blickte Funkenherz auf die Wassermassen, hinter welche nur Umrisse ihrer Freunde vernehmbar waren. Ich werde kämpfen.
Natürlich wirst du. Du hast keine Wahl. Also los! Im Namen des Lichtes der Wurzelwelt. Während so ein völlig unfairer Kampf inmitten einer selbst kreierten Arena begann, herrschte außerhalb des Wassers auch keine Ruhe. Das war alles andere als der Plan gewesen. Dieser Kampf schien schwer genug, wenn man als Einheit kämpfte. Günther war nun nicht mehr abhängig von jeglichen Einschränkungen des Emotionskampfes. Stattdessen erhielt er dauerhaft jeden der möglichen Vorteile. Tempo, Schlagkraft, Durchhaltevermögen, Sprungkraft, eine intervallbegrenzte Heilung und erfuhr im Gegenzug nicht einen Nachteil. Natürlich reichte all dies aber nicht. Nein, die Stärkungen waren noch einmal relevant mächtiger, als sie ohne Entschlossenheit waren. Und natürlich kombinierte all dies sich mit der Kraft der Sterne und Günthers eigener Kraft. Und Funkenherz war schon unterlegen gewesen, bevor Günther die Sterne oder die Entschlossenheit hatte. Aber gleichzeitig schien es völlig irrsinnig, irgendwie in den Kampf eingreifen zu wollen. Asche versuchte sofort, mit einer Pfote durch den Wasserwall zu brechen. Vorsichtig. Aber er musste nach Sekundenbruchteilen zurückschrecken. Die bloße Berührung wurde durch die Macht dieser Strömung tödlich. Nach einem Sekundenbruchteil war die gesamte Pfote des Volona blutüberströmt. Und die Kraft, welche nach unten presste, hatte es herausfordernd gemacht, sich überhaupt wieder dem Wald zu entziehen. Sollte es ein Pokémon überhaupt lebend auf die andere Seite schaffen, wäre es weit nicht in der Lage, es mit einem Feind wie Günther aufzunehmen. Wir müssen irgendwas tun, Asche. Hast du denn keine Idee? Du bist unser Anführer. Wir müssen Funkenherz helfen und zwar sofort. Das kann sie nicht lange durchhalten. Wir können nichts tun. Was? Asche, Wir können nicht. Was willst du denn tun? Günther will diesen Kampf nur gegen Funkenherz führen. Und dafür hat er gesorgt. Selbst wenn wir es irgendwie lebend durch das Wasser schaffen, hätten wir danach nicht mehr die Kraft, gegen jemanden wie ihn zu bestehen. Also, willst du einfach hier warten und eine von uns sterben sehen? Ist das, was ein Anführer tut? Wenn es keine andere Wahl gibt, dann muss es das sein. Wir haben nur zwei Pfade, Sol. Wir müssen warten, bis wir Günther erreichen können. Ohne Hindernis. Und das geschieht nur, wenn eines der beiden Mon dort siegt. Wenn Günther siegt, wird er uns herausfordern. Aber ich will glauben, so schwer es auch ist, solange Funkenherz noch lebt, gibt es vielleicht Hoffnung. Verzweifelt blickte Sol auf die kämpfenden Umrisse durch den Wasserfall. Konnte man es überhaupt einen Kampf nennen? Es war keiner. Es war ein einseitiges Blutvergießen und er sollte zusehen. Es ging hier nicht um irgendein Pokémon. Es ging um Funkenherz. Um seine Funkenherz. Zurück am Strand in Schatzstadt. Bevor sie aufgebrochen waren. Zum Zeitturm. Dort, wo sie gegen die Stimme einer neuen Zukunft gekämpft hatten. Dort hatte Sol sich etwas geschworen. Funkenherz, sich selber, der Welt. Sie würden das Ende erreichen. Gemeinsam, nichts und niemand dürfte der gemeinsamen Zukunft im Weg stehen. Auch kein Günther. Latira, Latias, Latios, könnt ihr nichts machen? Uns teleportieren, das ist doch euer Ding. Nein, ich wollte es schon. Es liegt an Omegon, an Günther, an den Sternen. Günther will diesen Kampf alleine führen. Das Teleportieren ist auch nichts als eine Bewegung auf einer irreellen Ebene. Und selbst diese andere Dimension ist von seiner Macht erfüllt.
auf niemanden hier könnte, soll er also zählen. Er hatte geschworen. Er war ein Krieger. Und er würde nicht aufgeben. Er würde für die Zukunft kämpfen. Auch gegen einen Günther. Und wenn es sein musste, dann auch alleine. Er musste kämpfen. Das war, wofür er war. Wofür er immer stand. Und wofür er bis zum Tod stehen würde. Ohne jegliche Zeit zum Reagieren zu lassen, sprang Soll inmitten in die tödlichen Stürze. Selbst wenn es möglich war, dass er augenblicklich starb, das Fukano musste versuchen, was er konnte. Und immerhin hatte er ja auch die Kraft der Traueremotion, um seinen Schaden zu schwächen. Auf der anderen Seite des Walds erreichte der Kampf bereits sein Ende. Blutdurchtränkte Funken, Herzfell und Wunden übersäten ihre Haut darunter. Ihre Beine hatten bereits nachgegeben. Es war vorbei. Und das wusste Günther, als er seine Feinde nur noch mit Mühe überhaupt bei Bewusstsein mit spitzen Krallen am Kragen packte und auf seine Augenhöhe hob. Das war alles. Das war die große Heldin der anderen Welt. Das Blut großer Krieger und Kriegsherren. Und es reicht nicht für mehr als Kratzer. Nichts wertlos war es. Alles. Dann sag mir, Funkenherz. War es das wert? Ist das, was du dir erhofft hast, als du dich gegen diese Welt, als du dich gegen deine Heimat gestellt hast, als du dich der Fremde hingegeben hast. Los, sag es mir. Es folgte keine Antwort, nur ein schwacher Blick aus gebrochenen Augen. Nicht, was Günther wollte. Ich sagte, sprich los. Traust du dich etwa nicht? Ich will es hören. Bist du bereit, weiter zu deinen Worten zu stehen und für sie zu sterben? Oder reust du? Ich... Unterbrochen wurden die beiden von einem lauten Knall, als ein bekanntes Fukano durch den Wall des Wassers schoss und mit blutigen Pfoten über den Boden rutschte. Sein Fell war kaum wiederzuerkennen, zwischen der puren Nässe mit vielen roten Spuren. Was ist das? Du kleiner Haushund, hast meine Wasserfälle durchdrungen. Ich bin überrascht. Du bist zäh und naiv. Sehr naiv. Lass sie sofort los. Warum sollte ich? Bist du ein Krieger oder nicht? Ein Krieger schlägt nicht die Kämpfe, die er sich alleine aussucht. Wenn du ein Duell willst, Kopf um Kopf, dann kämpf gegen jemanden, der wirklich bereit dafür ist, Günther. Lass sie gehen und kämpf gegen mich. Ein einsames Fukano, so wirr und doch so entschlossen. Entgegen einer klarsten Übermacht wollte er in einen Kampf um den Tod eintreten. Und in diesem Moment erkannte Günther ein Feuer. Inmitten in Solls Augen. Es erinnerte ihn an alte Zeiten. Jahrzehnte war es her. Damals, als er selber noch ein kleines Kanimani war. Weder schwach noch unbedeutend. Damals hatte Günther sich gefunden gegenüber einem übermächtigen Feind. Doch mit dem Feuer im Herzen, welches wusste, es musste enden. Durch seine Untermacht hatte er gekämpft. Und genau jene Entschlossenheit, jenes Feuer, brannte auch in den Augen dieses Fukano. Du willst es drauf anlegen. Ein Kampf der Krieger. Nur du und ich. Hier und jetzt. Gut. Du willst kämpfen.
Ohne Rücksicht schleuderte das mächtige Impagator Funkenherz davon inmitten aus seinem Kampfring heraus in die stürzenden Wässer. Funkenherz, nein, was? Sie ist für mich nicht wichtig. Wenn du kämpfen willst, dann trau dich. Greif an. Warum tust du das? Warum tust du dies alles? Du siehst doch selber, dass es nicht richtig ist. Womit hat Funkenherz so etwas verdient? Oder unsere Welt, ne? Warum? Was ist deine Rechtfertigung? Was du hier tust, ist nicht gerecht, Günther. Siehst du es nicht? Die ganze Welt ist unfair, Junge. Weshalb also muss ich mein ganzes Leben damit verbringen, anders zu sein? An den Krallen dieses Impagator klebte Blut. Blut einer Geliebten. Eines Pokémon, welches selber zu Günther aufgeschaut hatte für so viele Jahre. Und nun, was war mit ihr geschehen? Lebte sie noch? Durch die Wassermassen hindurch nahm soll nichts war als eine regungslose Silhouette. Pokémon um sie versammelt. Und das alles... Warum? Du... Das ist deine Begründung. Du stammst aus einer fremden Welt, willst über das Schicksal dieser bestimmen, anstatt ihre wahren Bewohner dich tun zu lassen. Du verrätst und verletzt Pokémon, die dir vertraut haben, die zu dir aufgeschaut haben. Du warst ein Vorbild. Du warst ein Held. Du warst ein Krieger. Für so viele Jahre hast du für alles gekämpft, was für dich richtig war. Und dabei war dir kein Schmerz zu schlimm, kein Opfer zu groß, keine Hürde zu hoch. Wo ist dieser Günther geblieben? Wo ist er? Wo ist der Günther, der wahrlich ein Pokémon war? In den Augen des Fukano sammelte sich rotes Licht, welches mehr und mehr begann, seinen ganzen Körper zu durchdringen. Seine Stimme wurde lauter, aggressiver. Wo ist er? Und warum musst du statt ihm hier sein? Du willst dich einen Krieger nennen. Ein Krieger braucht Kraft, er braucht sein Rechtgefühl, er braucht Integrität, er braucht Ehre, er braucht Gefühl, er braucht Ehrlichkeit. Er muss Reue kennen. Und was davon hast du? Was macht dich zum Krieger? Du handelst gegen alles, was du gerecht weißt, denn die Welt ist ja nicht fair. Du lügst deine eigenen Freunde und Begleiter an. Du untergibst dich einem Tyrannen und du bereust nichts davon. Du reust nicht, sondern rechtfertigst, woran du selber nicht glaubst. Du hattest es alles und hast es aufgegeben. Alles als deine Kraft. Und dafür lässt du all jene leiden, die dich als Anführer sahen, als Freund. Sie hat dir vertraut. Verstehst du das nicht? Bist du wirklich so dumm? Oder bist du wirklich so herzlos, so kalt, dass es dich nicht interessiert? War Funkenherz dir gleichgültig? Ihre Eltern, ihre Freunde, deine Freunde! Du bist kein Krieger. Du bist ein Monster. Ein herzloses, verständnisloses, lügnerisches Monster. Dein Ruf als Held hallte durch alle Welten, selbst jene, denen du schadetest. Dieser Ruf war nie verdient. Du warst nie ein Held. Und ich bereue dir heute nur diese Heimat nehmen zu können und nicht dein wahres Selbst bluten zu sehen. Durch jede Ader von Solls Körper strömte Hass. Rein, ungefiltert. Dieses Pokémon, dieser Mensch, er verdiente nichts als Schmerz und Qual. Und durchdrungen von Hass begann die Schlacht.